Moin Internet, heute zeige ich euch, wie man einen Pullover anzieht. Ich zeige euch heute nicht ganz, wie ihr euch einen Pullover anzieht, sondern eher, wie ihr diesen Trick darstellen könnt, den ich im Intro gemacht habe. Und zwar, vielleicht kennt ihr noch Vine, die Plattform, wo es immer kurze Videos gab. Da gab es immer einen Typen, Zack King hieß der, und der hat immer die krassesten Übergänge, die krassesten Schnitte benutzt. Um diesen Trick nachzumachen, braucht ihr nicht viel. Eine Kamera, ein Stativ und ein einfaches Schnittprogramm. Ich mache es jetzt heute mit Premiere, ihr könnt es aber mit allen möglichen Schnittprogrammen machen. Alles, was das Schnittprogramm können muss, ist eure Clips teilen und neu zusammensetzen. Der Schlüssel zu diesem Trick ist die Aufnahme. Ihr müsst bei der Aufnahme darauf achten, dass eure Kamera auf einem Stativ steht und sich nicht mehr bewegt. Am besten lasst ihr den Clip einfach lange durchlaufen. Ich zeige euch am besten mal einfach mal, wie der Rohclip aussieht, dann wisst ihr genau, was ich meine. Moin Internet, heute zeige ich euch, wie man... Ich fange die Bewegung an, tue so, als würde ich mir den Pullover auf den Körper schmeißen und dann... ist das die Stelle, wo ich nachher im Schnitt cutte. Jetzt muss ich genau an der Stelle stehen bleiben und mir den Pullover anziehen und dann muss ich die ganze Bewegung nochmal durchspielen, damit es flüssig aussieht. Ihr werdet das gleich sehen. Jetzt mache ich... ein Pullover anzieht. Es sieht super dämlich aus, aber wenn wir das gleich im Schnitt zusammenfügen, sieht es so aus, als würde ich mir den Pullover magischerweise anziehen. Also, wir setzen unseren Innenpunkt. Moin Internet, heute zeige ich euch, wie man... ungefähr da werde ich jetzt erstmal cutten. Das muss man nachher im Schnitt ein bisschen... Frame für Frame anpassen, wie es am besten aussieht. Jetzt spule ich zu der Stelle, wo ich den Pullover anhabe. Und ich nehme den zweiten Take, weil ich den besser fand. Ungefähr hier. Ein Pullover anzieht. Und dann gehe ich aus dem Bild. So, und den füge ich jetzt einfach hier zusammen. Wir haben hier einen ganz einfachen Schnitt nur. Und jetzt schauen wir mal, ob das schon halbwegs passt. Und dann müssen wir da gleich noch ein bisschen tweaken. Zeige ich euch, wie man einen Pullover anzieht. Seht ihr, die Bewegungen sind noch nicht ganz so, der Schnitt funktioniert noch nicht ganz. Also ich muss jetzt mal schauen, wo meine Arme da liegen. Hier könnte ich vielleicht schon cutten, da seht ihr, das könnte alles wegcutten. Die Arme sind 90 Grad hier am Start. Cutte ich weg und jetzt gucke ich, wo ich den Anschluss finde. Hier sind die Arme auch ungefähr auf 90 Grad, cutte das weg und ziehe die Clips wieder zusammen. Und jetzt schaue ich mal, ob es flüssiger aussieht. Wie man einen Pullover anzieht. Das sieht schon ziemlich gut aus. Einen Pullover anzieht. Wie man... einen Pullover anzieht. Was mir jetzt aber noch auffällt, ist, dass ich habe hier ein Fenster. Und wenn ihr das vielleicht seht, die Wolken heute ist wirklich ein sehr windiger Tag, ziehen halt vorbei und das ändert meine Lichtstimmung. Wie ihr da oben sehen könnt, in der Behind-the-Scenes-Kamera habe ich das mit zwei LED-Panels aufgenommen. Das heißt, das Licht auf mir ist okay, aber das Licht im Fenster hat sich geändert und das zerstört so ein bisschen die Illusion, weil es hier ein bisschen dunkler ist. Dafür habe ich aber auch eine Lösung. Und zwar können wir, weil die Kamera ja auf dem Stativ steht und sich nichts verändert hat, einfach einen kleinen Trick anwenden. So, ich schiebe erstmal meinen zweiten Clip eine Spur hoch und jetzt ziehe ich das Video darunter. Wir haben ja noch ganz viel Fleisch darunter, denn ich mache das hier mal kurz aus. Hier ändert sich die Lichtsituation ja nicht. Es ist nur im zweiten Clip, wo sich die Lichtsituation ändert. Hier ist es ein bisschen dunkler. Und das heißt, ich werde jetzt einfach diese Ecke hier, wir haben ja auch eine schöne Linie, da können wir schön cutten, mit dem Zuschneiden-Effekt, Effekte zuschneiden, einfach, seht ihr das? So, einfach bis zu dieser Linie. Hier ist schon meine Hand. Also wenn ich es komplett wegschneiden würde, würde man den unteren Clip sehen. Was ich jetzt eigentlich mache, ist, ich schneide links vom oberen Clip etwas weg. Und das sieht jetzt, also wenn wir uns nur mal den oberen Clip anschauen, so sieht das aus, was der Effekt macht. Ich schneide von dem Clip was weg. Links. Ungefähr bis hier. Wenn ich jetzt den Clip darunter wieder anmache, sieht es wieder normal aus, weil die Kamera ja die ganze Zeit stand. Um das Ganze noch ein bisschen weicher zu gestalten, mache ich jetzt noch einfach eine kleine weiche Kante. Also die weiche Kante seht ihr hier. Die macht das einfach ein bisschen weicher. Den Übergang. Die macht den Übergang ein bisschen weicher. So, jetzt mache ich das hier wieder an und jetzt schauen wir uns das nochmal an. Moin Internet, heute zeige ich euch, wie man einen Pullover anzieht. Perfekt. Was jetzt aber noch passiert ist, an dieser Stelle, seht ihr? Da mache ich jetzt mal den oberen Clip aus. Der untere Clip geht ja noch weiter. Und ab einer gewissen Stelle ist natürlich jetzt der Pullover hier im Bild. Das heißt, wir müssen spätestens hier wegcutten. Und dann habt ihr euren Trick. Moin Internet, heute zeige ich euch, wie man einen Pullover anzieht.
Durch die Magie des Videoschnitts könnt ihr es so aussehen lassen, als ob ihr euren Pullover über euch drüber werft und direkt anhabt. Und das könnt ihr mit allen möglichen Sachen machen. Mit schnell in die Schuhe steigen, eine Hose anziehen, Mützen aufsetzen. Alles Mögliche eurer Kreativität sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Das ist eine einfache Schnitttechnik, die sehr wirkungsvoll ist und eine Geschichte sehr interessant macht. Das kennt man zum Beispiel aus Vlogs von Casey Neistat oder wie gesagt Vines von Zack King. Zack King, ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile noch was macht. Schaut euch mal seine Videos an, super inspirierend. Er hat arbeitet auch viel mit Perspektiven und solchen Geschichten. Aber im Prinzip ist es alles, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, einfache Schnitttechnik.